dass du da bist und auch heute mit einer Legung für dich und zwar für die Zwillingsflammen. Ich bringe dir heute die Celtic-Lenormand-Karten mit und freue mich, dass du da bist. Wir hatten gestern einen ganz, ganz intensiven Vollmond, Vollmond im Fischen. Vielleicht hast du auch wirklich deinen Zwilling gespürt. Vielleicht hast du auch besondere Botschaften auch bekommen. Das war sehr, sehr gefühlsvoll. Und heute haben wir die Tag- und Nachtgleiche. Es geht wirklich um dieses Gleichgewicht auch natürlich bei dir zu finden oder bei euch auch natürlich zu finden. Denn heute ist der Tag und die Nacht also genauso lang. Und es geht wirklich um die Balance. Also jetzt haben wir ja natürlich über die vergangenen Wochen auch erfahren, also wie das jetzt auch wirklich ist, also diese Verbindung, wenn jetzt zum Beispiel jetzt wieder die Tage kürzer werden und auch mehr Dunkelheit natürlich da ist, also bis zu dem nächsten Tag- und Nachtgleiche, wenn wir natürlich in diese lichtvolle Zyklus gehen. Und natürlich solche energetische Tage haben auch eine große Auswirkung auch in der Zwillingsflammenverbindung. Und dazu wollte ich jetzt eine große Legung machen für dich, dass du auch schaust, was hat das denn auch überhaupt mit euch gemacht, ja? Also gestern dieser Vollmond und auch heute diese Wende. Schließ deine Augen und stimme dich auf diese Legung ein und sende mir deine Gedanken zu. Höchstpersönlich, es geht es wirklich um ihn. Es geht es, schau mal hier, um die Arbeit, also an ihm. Also dein Zwilling arbeitet an sich selbst. Und also ich nehme das jetzt hier wahr, das macht ihm auch wirklich jetzt schon, also etwas aufgeregt. Also er arbeitet an sich. Also ich sehe hier auch, dass er also Wünsche auch manifestiert, dass er auch so auf eure Zukunft zusammen hinschaut, auf das Ankommen hinschaut. Also er hat eine große, große Transformation hinter sich. Vielleicht auch jetzt diese energetische Tage bewirken auch sehr viel in seinem Unterbewusstsein. Und es geht auch darum, also jetzt ist schon einiges an Zeit vorbeigegangen. Und es geht wirklich darum, dass er so die Tage schon zählt. Und das macht ihm so, ja, aufgewühlt, wie das jetzt auch wirklich mit euch weitergeht. Ja, so ein großes, großes Thema jetzt bei ihm. Und es geht um seine Stärke, um seine Kraft. Also wie du siehst, dass er hier wirklich in seine Präsenz auch so hinkommt. Jetzt legen wir natürlich viermal die 9, eine große Legung. Und ich zoome auf die Kamera, dass du das auch wunderbar sehen kannst. Also 9, Moment. Viermal die 9. Wie er dich sieht, was sich auch gefühlsmäßig bei ihm auch verändert hat. Und heute, natürlich heute gibt es auch eine ganz besondere Ritual. Es ist ein Heilungsritual, ein Dankbarkeitsritual, also wirklich, dass ihr auch, was jetzt nicht im Gleichgewicht bei euch war, dass ihr das auch wirklich loslassen könnt und wirklich in der Dankbarkeit auch wirklich das begegnen könnt. Schau mal, er kommt richtig in seine Treue. Na, Moment, andersrum. So, genau. Also es geht, er kommt hier, also in seine Treue. Also wie du siehst, dass es geht bei ihm auch darum, ja, dass er sich selber treu ist und loyal ist. Also solltet ihr beide auch sein. Was sehe ich denn hier noch generell? Also,
So, ich sehe ihn hier energetisch ziemlich unten. Was bedeutet das? Also das bedeutet, dass ihn diese Tage also schon, also deinen Zwilling also schon auch geschlaucht haben, auch wenn er an sich selber schon mal. Der arbeitet richtig, also mit doppelten Kräften an sich selber. Er geht wirklich einen großen Heilungsprozess durch, eine Transformation geht er durch. Also es soll in der Tiefe gehen, bevor jetzt hier wirklich dieser Neuanfang mit euch auch stattfinden kann. Das macht ihn unruhig, denn das sind Themen, die in seinem tiefen Unterbewusstsein sind und schon mal, was er schon an Altlasten alles abgeworfen hat. Großartig. Also ich sehe hier schon, dass du hier schon stärker bist oder du bist jetzt schon wesentlich weiter. Also du schaust aus dem Bild halt offen und was ich jetzt hier generell sehe, ich sehe hier deine Sehnsucht, dass du also viel mehr in deine Kraft kommen möchtest und diese Sehnsucht ganz anders auch erleben möchtest. Also du hast hier, also auf jeden Fall hast du hier wie soll ich dir das sagen? Du hast hier so dieses Gewissheit im Verborgenen, dass es auch hier weitergeht mit euch und dass es so also ganz, ganz schnell stattfinden wird. Schau mal hier, wie ihr aufeinander zureitet. Also es wird also wirklich an der Intention, also mit deinem Zwilling, also unglaublich schnell zunehmen und wird also unglaublich in der Tiefe gehen. Also sehr, sehr schnell. Also in diese Tiefe. Seelenliebe, so nehme ich das jetzt wahr. Das ist auch karmisch und das weiß, also weißt du, das weiß er. Und dass es hier so mit einer kindlichen Leichtigkeit also beginnen wird. Und also auf jeden Fall geht es darum, dass es hier statt diese dauernden, diese Blockaden, die noch da sind und diese frostige Stimmung, dass es halt in der blühende Wiese geht. Also das bedeutet für mich, dass du ganz genau weißt, was du gesät hast, das wirst du ernten und er auch. Und ja, vielleicht ist der noch nicht so weit oder vielleicht macht er sich zu sehr Gedanken, dass er nicht so liebevoll bis jetzt mit dir war oder dass er noch nicht diese Stärkekraft hatte, dass auf dich zukommt. Und das ist jetzt für ihn eine große Hürde, denn also wenn wir wirklich hier blühende Blumenwiese haben wollen, dann müssen wir erstmal hier diesen Berg wegtragen und da ist er jetzt gerade dabei. Also ich sehe jetzt deinen Zwilling schon, dass er so sehr viel an sich gearbeitet hat und was ich hier generell sehe, also der hat eine positive Schmetterlinge im Bauch, Glücksgefühl, denn er hat auch wirklich den Potenzial hier bei diesem Ganzen erkannt und das finde ich wirklich großartig, das finde ich einfach toll. So, wie geht's denn hier weiter? Also sehe ich schon bei dir, dass du hier, schau mal, Erntedank, also du wirst das ernten, was du gesät hast. Und ich gehe jetzt davon aus, wenn du dieses Video schaust, dass du wirklich volle Liebe warst, also für deine Zwilling voll offen warst und all das gegeben hast, was du hattest. Und es geht auch ein Stück weit darum, dass das hier also in der Erfüllung geht, dass hier die Sonne scheint für dich und dass hier also das Glück ist auch da in deiner Seite, das weißt du, ja, das weißt du tief in deine Seele, dass du dich auch freuen darfst und auch diese innere Zerrissenheit, was noch bei dir da ist, dass du das einfach auf der Reise schickst, dass du das einfach loslässt. Und es geht auch Stück weit wirklich darum, ja, dass du dir das selber erlaubst, dass du dir das selber, ja, dass du dir das selber ermächtigst, dass du sagst, ich darf hier diese Erfüllung haben, ich darf dieses Glück haben. Und das ist so, du besitzt den Schlüssel, weil du entscheidest, ja, was du haben willst. Und ich sehe auch hier deine Leidenschaft. Du entscheidest, was du haben willst. Gerne kannst du natürlich heute auch an dem Ritual teilnehmen. Auch mit deinem Zwilling kannst du natürlich auch dieses Ritual auch zelebrieren. Schickst du mir auch seinen Namen zu. So, ich lege jetzt diese Karte auf deine Zerrissenheit. Ich lege noch auf deinen Gedanken die Karte. Ja, was ist noch bei dem, diese drei Blockaden? Was ist denn da?
So, ich habe hier noch vier Karten. Auf jeden Fall möchte ich auf eure Entwicklung was legen. Und ich möchte auf euch beide noch was legen. Ja? So, wir beginnen jetzt hier bei dir. Also deine Zerrissenheit hat noch mit den Wünschen zu tun. Das kennst du bereits. Wenn du vielleicht schon Wünsche versucht hast, im Universum abzusenden und das ist doch nicht passiert und ist nicht in Erfüllung gegangen, ja, vielleicht ist das so eine unbewusste Gedanke, warum ist das nicht, hat das nicht geklappt und warum ist das so, wie es ist. Vielleicht hast du das auch falsch formuliert oder vielleicht hattest du nicht den richtigen Nährboden dafür. Also das kannst du gerne auch, wie gesagt, an dem heutigen Ritual machen mit mir. Also an diesem Tag- und Nachtgleiche-Ritual mit Energiearbeit. Aber du kannst auch natürlich deine Wünsche in meinem Coaching-Programm erreichen. Es geht auch darum, dass du diese Gedanken, ja, was du hier hast, dieses ganze Grübeln, wenn du das loslässt, wirst du viel mehr bei dir ankommen, viel mehr bei dir zu Hause sein. Bei ihm sind die Blockaden, haben wirklich damit zu tun, also mit diesem Neuanfang in erster Linie. Und es geht auch darum, ja, er möchte nicht, dass hier etwas irgendwie rauskommt oder ausgeplaudert wird, bevor das also richtig reif ist oder bevor was entstanden ist oder geschlüpft ist. Da ist also noch wirklich noch sehr unsicher. Und also eingefroren hat das Ganze hier, wie gesagt, also es hat was mit seinen tiefen Ängsten zu tun. Der Vollmond hat hier auch was mit zu tun. Und dadurch, dass hier diese kühle Gefühle da waren, vielleicht die letzte Zeit oder er hat sich distanziert, ist jetzt mit dem Vollmond, hat das was bei ihm bewirkt und begonnen. Und also, wie du siehst, die Hürde ist immer das Schreiben für dich, also sich zu stellen. Wir schauen jetzt eure Entwicklung, also seine Entwicklung. Es geht hier, der ist aufgewühlt im Herzen. Und deine ist hier die Treue, also du bist auf der seelischen Ebene, also bis übers Leben hinaus für ihn treu. Und also bei dir kommt es auch, guck mal, da kommt es, diese Pendel. Also ich sehe dich auch als spirituelle Frau oder also Zwillingsflamme, als weibliche Zwillingsflamme, dass du auch unglaublich spürig bist und unglaublich spirituell bist, ja, dass er so in dir diese Seite geöffnet hat und bei ihm kommt jetzt der Scheideweg, dass er entscheidet, in welche Richtung gehe ich, ja, also der Vollmond hat also einiges in sich. Heute verwende ich dazu die Romantic Tarot Karten und zwar, das ist jetzt von Arcana Verlag, ja, und wir fragen jetzt einfach, was ist die Botschaft für den weiblichen Zwilling? So. Und für den männlichen Zwilling? Hat 5 bekommen. So wie ist der Entwicklung und Stand der Dinge? Ja, 8 Münzen. Also da ist jetzt schon ein sehr großer Fortschritt, hat hier schon stattgefunden. Also wie du siehst, dass es geht hier definitiv darum, dass ja, dass ihr geduldig seid. Also das ist eine tolle Entwicklung, hat schon hier stattgefunden. Und was sehe ich denn jetzt bei dir? Also bei dir geht es darum, also du wirst die Möglichkeit haben, die Chance haben, das real zu leben, definitiv das wirklich real zu leben, also nach deinem Rückzug, also du hast dich auch so ein bisschen zurückgezogen, vielleicht hast du auch so in dir, ja, bestimmte Dinge hier, ja, so bestimmte Dinge auch erstmal Revue passieren lassen, hast du bestimmte Dinge nochmal angeschaut. Und es geht auch darum hier, wie du siehst, dass ja, das ist für dich auch immer wieder schon noch eine Versuchung, also da zu widerstehen und dich zu beweisen, dass du in deinem Prozess weitergekommen bist, ja.
dass du nicht immer in deine alte Muster zurückfällst. Also da ist immer wieder eine Herausforderung, da sollst du noch beweisen, also nach deinem Rückzug, dass du auch als weibliche Flamme, also wirklich da auch dich entwickelt hast. So, die sieben Stäbe, also das symbolisiert mir hier schon, also er kämpft noch mit sich, ja. Und also das ist nach wie vor, ich habe das Gefühl, entweder gibt es jemand Drittes, also die drei Kelche symbolisieren ja auch noch vielleicht, wo dein Zwilling noch vergeben ist oder irgendwie eine Dreierverbindung. Aber es kann auch wirklich sein, dass hier, ja, noch nicht mal die Dreierverbindung, dass er kämpft mit sich, obwohl er was wirklich zu feiern hätte, einen Grund hätte zum Feiern. Und es geht auch ein Stück weit darum, dass man hier keine Chancen verpasst. Also soll keine Chancen verpassen und nicht zu sehr ausruhen. Und es geht auch darum, auch wenn ihm jetzt noch die Motivation fehlt, dass du ihn da auch in dieser Richtung auch unterstützt. Ich ziehe noch eine Karte, erfolgreich lieben von Pierre Frank. Und zwar, das ist von AGM Urania Verlag. So, eine Karte für eure Zwillingsflammenprozess. So, die wahre Liebesbeziehung ist immer die, die du gerade hast und nicht die, die zu der du dich hinträumst. Also er soll auf jeden Fall wirklich auf diese wahre Beziehung sich besinnen, zu dir, du, zu ihm und nicht als Traum nur leben, sondern real leben. Er soll sich keine Illusionen machen oder sich was vorstellen tun, sondern er soll in der Taten damit gehen. Das ist auch die Karte, die zwei. Ich hoffe, du hast dich hier wieder gefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr. Du kannst natürlich auch heute Abend an meinem Livestream teilnehmen um 20 Uhr auf dem Kanal Reika Spirit sehen wir uns. Und natürlich kannst du auch bei meinem Ritual teilnehmen. Alle Infos findest du in der Infobox dazu und findest du auch dieses Zwillingsflammen Energy Update, auch das Videoangebot für dich. Ich sage danke und bis bald. Tschüss.